Ja, also ich glaube, Sie kennen es alle. Sie stehen im Supermarkt vor den Zutatenlisten auf Ihren Essenssachen und wissen nicht, was da drin ist, obwohl es draufsteht. Deswegen hatten wir die Idee, dass wir einfach eine App bauen oder eine Webseite, mit der man die schweren Wörter auf der Zutatenliste in einfache, für normale Sterbliche verständliche Wörter umsetzen kann. Die Technik dahinter erzählt euch jetzt Henning. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Der User macht auf der Website ein Foto. Dieses Foto wird dann hochgeladen und ein Python-Skript schaut sich das genau an, scannt den Barcode und mit der Barcode-ID gleicht er das mit einer OpenData-Datenbank ab. Daher bekommt er viele, viele Infos über das eingescannte Produkt, die er dann übersetzt in ein sehr einfaches Deutsch und dann auf einer Website anzeigt. Und jetzt ein kleines Beispiel. Also, wir haben hier ein Handy und hier ist unsere Webseite. Jetzt kann man hier einfach draufdrücken und ein Video machen oder ein Bild machen. Das machen wir mal eben. Jetzt haben wir hier das Bild. So. Und jetzt können wir das Foto einfach benutzen. Jetzt drücken wir hier auf Hochladen. Jetzt dauert es ein bisschen, weil das Internet so langsam ist hier. Und jetzt sehen wir hier die Produkt-ID, das heißt den Ehrencode, der immer da drauf ist. Die Zutaten und alles, was dazugehört in normalem Deutsch. Ja, dann vielen Dank und freue mich schon, wie ich dann demnächst im Supermarkt stehe. Was? Ach so, Entschuldigung, ich war alle völlig abgelenkt und der Applaus war schon low. Dann bitte, aber schnell. Es ging eigentlich noch darum, wir wollten noch als Extra anfertigen, dass man noch ein persönliches Profil und darin Filter einlegen kann. Wenn man zum Beispiel eine Nussallergie hat, dass die Web-App dann gleich aussucht, okay, das Produkt enthält Nüsse, ist nicht für mich geeignet oder enthält keine, also kann ich essen. Wir haben den Code auf GitHub hochgeladen. Link dazu können wir nachher noch zeigen oder ich probiere es jetzt mal schnell zu zeigen. Da. Hier unten bei github.com/jugendtag/scan es einfach. Wir haben außerdem noch geplant, eine Android- und eine iOS-App rauszubringen. Aber jetzt darf ich wieder? Danke. Vielen Dank.